Guten Tag, meine lieben Zeichnen-Freunde und willkommen zu meinem neuen Zeichnen-Video. Ich weiß nicht, ob einige von euch das Format kennen, Dong Zeichnen versus Zeichnen mit Sabo. Wenn nicht, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link zu meinem ersten Teil des Formates. Dort treten wir gegeneinander an. Die Zuschauer können voten, welche Zeichnung besser ist durch ein Like. Und diesmal haben wir noch so gemacht, die Dislikes zählen als Likes dazu. Also wird es einfach aufgerechnet, wenn falls irgendwelche Leute disliken sollten. Ihr sollt entscheiden, welcher Arktus von uns beiden jetzt der bessere ist. Welche Zeichnung ihr von den beiden besser findet. Es ist jetzt schon wieder 3 Monate her, seitdem ich das letzte Zeichenvideo aufgenommen hatte. Ist es zwar nicht mehr online, aber es ist 3 fucking Monate schon wieder her. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich versuche jetzt wieder einigermaßen aktiver zu werden auf diesem Zeichenkanal. Es sind jetzt halt dann mehr so Videos wie Tutorials oder sowas, aber Commentaries an sich möchte ich jetzt nicht mehr so wirklich machen oder beziehungsweise möchte ich es gerade jetzt nicht so wirklich machen. Später ist es vielleicht wieder so eine andere Sache, wenn ich wieder so ein bisschen mehr Zeit habe für Commentaries, dann mache ich wahrscheinlich auch wieder so Commentaries. Aber jetzt habe ich gerade nicht so viel Zeit, bitte verzeiht es mir. Ich werde jetzt versuchen, aktiv zu bleiben und falls Sabos Zuschauer irgendwie Lust haben, meinen Kanal auch zu abonnieren oder sowas, dann macht es ruhig. Also, falls ihr meine Stimme mögt oder mich überhaupt verstehen könnt. Ich habe keine Ahnung, ob Sabo viele englische Zuschauer hat. Es könnte sein, aber falls du mich verstehst, falls du Bock hast, kannst du mich mal abonnieren. Schaut doch mal bei Sabo vorbei, der ist auch ein ziemlich nicer Typ, der ist nämlich einer meiner ersten aktiven Abonnenten gewesen und den kann ich euch einfach nur empfehlen. Auf meinem Anime-Kanal mache ich jetzt immer so Livestreams, wo ich live zeichne, beziehungsweise auch manchmal so ein bisschen live Let's Play, falls ihr meine Stimme hören wollt und mehr Fragen im Stream beantworten wollt, dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. In den Zeichen-Streams werde ich wahrscheinlich auch mal an meinem Manga arbeiten, falls ich irgendwann mal einen Manga mache. Ja, Sabo hat mir auch die Erlaubnis gegeben, also so, ich habe ihn gefragt und er hat nichts dagegen, dass ich auch so welche Community-Drawings mache, wie er es auf seinem Kanal macht. Und ja, falls ihr dabei sein wollt, dann schickt mir einfach per Instagram-Privatnachricht oder einfach unter meine Geschäftsmail einfach die Bilder. Und dann werde ich sie dann in einem Video zusammenbinden und ihr könnt dann entscheiden, welche Zeichnung gewinnt und welche Zeichnung nicht gewinnt. Ich will einfach nur mal sagen, dass ich einen neuen Kanal gemacht habe. Ihr denkt euch jetzt sicherlich so, Digga, will der mich faken? Er macht noch nicht mal aktiv Videos auf seinen Zeichnen-Kanal. Auf einen Zeichnen-Kanal mit 500 Abonnenten. Da macht er noch nicht mal aktiv irgendwelche Videos. Wieso macht er jetzt schon wieder einen neuen Kanal auf? Das ist einfach aus diesem Grund, weil ich mich in den englischen Raum auch nochmal ein bisschen ausbreiten möchte. Beziehungsweise ich will den englischen Raum ein bisschen erkunden. Und falls ihr Bock habt auf englische Videos, beziehungsweise englische Anime-Videos, dann ist mein Link zu meinem neuen Kanal in der Videobeschreibung. Eigentlich ist mein Plan für englische Videos machen, dass ich mich halt verbessere für meinen Abschluss. Mündliche Prüfung, deinen Englischunterricht. Da will ich mich halt am besten mit diesen englischen Anime-Kanal breit machen. Ich weiß nicht, ob man mich so gut darüber verstehen könnte. Aber egal. Das war's eigentlich mit diesem Video. Haut rein, Leute, abonniert mich und meinen Anime-Kanal und meinen englischen Kanal, vor allem meinen englischen Kanal, der hat gerade mal 7 Abonnenten. Es wäre mega nice, wenn ich durch dieses Video vielleicht 20 oder sowas bekomme. Aber meine ganze Werbung ist unvergeben. Keiner will meine englischen Videos gucken. Ist es denn so schlimm, meine englischen Videos zu schauen? Mein Englisch ist doch noch nicht mal so schlecht. Okay, das ist schlecht, aber es ist doch nicht so schlecht. Haut rein, Leute. Und Elmata.